Bundesliga-Premiere für Gerald Baumgartner als neuer Austria-Coach und auch sein Gegenüber Michael Bauer durfte als Trainer erstmals Bundesliga-Luft schnuppern mit seinen Europacup-Fightern aus Grüdig. Sieg unter der Woche in Belgrad in der Europa-League-Qualifikation, vielleicht ein kleiner Vorteil für die Salzburger zu Beginn, denn die ersten nennenswerten Möglichkeiten in der Generali Arena hatten die Gäste. Sascha Boller hier mit dem Abschluss und dann Tomi, aber der war im Abseits. 10 Minuten gespielt zu diesem Zeitpunkt. Handle mit der Flanke, die Austria bringt den Ball da nicht weg. Dann der Abschluss von Sascha Boller, gut pariert von Heinz Lindner. Ein möglicher Treffer von Spanier Tomi hätte dann nicht mehr gezählt. 1 Minute später schon wieder die Salzburger Arena im Zusammenspiel mit Schütz. Herrlicher Doppelpass und dann auch der Abschluss. Nicht schlecht, aber Heinz Lindner kommt da gut raus und kann Schlimmeres verhindern. Nächster schöner Spielzug der Gäste aus Salzburg. Dann ein erstes Lebenszeichen der Austria-Offensive. Alexander Grünwald mit dem Abschluss. Kein Problem für Zizan Stankovic. Ein munteres, abwechslungsreiches Spiel in Hälfte 1. Dann aber mit diesem Aufreger. Sie sehen Tomi und Ramsebner. Glück für die Grödiger, dass Schiedsrichter Hameter in dieser Situation weiterlaufen lässt und Tomi nicht aufgrund einer Tätigkeit mit Rot vom Platz stellt. Das Spiel nimmt dann kurz vor der Pause noch einmal Fahrt auf. Kinast, die Solospitze im 4-2-3-1-System der Austria mit diesem Abschluss. Da war Brauer noch entscheidend dazwischen. Pausenstand entsprechend 0-0. Nach Wiederbeginn dann eine erste gute Aktion zunächst auf Seiten der Austria. Herrlich das Zuspiel von Grünwald auf Reuer und der dann mit dem Hechtkopfball. Erste wirkliche Prüfung für Zizan Stankovic, der diesen Abschluss herrlich parieren kann. 49 Minuten gespielt. Der Sprung in die 54. Minute, die Grödiger über die linke Seite. Das ist Jordi Reyna. Schöner Haken, dann die Flanke auf Daniel Schütz und er macht das herrlich. Nimmt sich den Ball zunächst runter und trifft dann vorbei an Heinz Lindner zur überraschenden Führung für den SV Grödig. Zaghafte Abseitsreklamationen, aber da war alles in Ordnung. Suttner hebt ein mögliches Abseits von Reyna auf und Daniel Schütz hat dann einfach die Zeit und auch die Ruhe, um hier abzuschließen. Keine Chance für den Austria-Schlussmann. 1-0 also für die Gäste aus Salzburg. Danach die Austria mit mehr Elan in der Offensive und diesem Abschluss von Alexander Gorgon. Starke Reaktion von Zizan Stankovic. Wir sind in Minute 76. Wiederum die Austria, die jetzt natürlich alles daran setzt, hier zumindest noch zum Ausgleich zu kommen. Marco Meilinger, er war neu in der Partie, kann aber das Zuspiel von Kamara nicht verwerten. Dann schon die Nachspielzeit. Die Austria versucht alles, ist hinten dann natürlich komplett offen und dann ergibt sich die Möglichkeit für Jordi Reyna. Aber der zögert und wird dann im letzten Moment von Larsen tatsächlich noch abgefangen. Die Riesenchance für die Grödinger hier in der Nachspielzeit alles klar zu machen. Relativ stümperhaft vergeben von Jordi Reyna und das sollte sich dann auch noch rächen. Wir sind in der 3. Minute der Nachspielzeit. Die Austria noch einmal mit vollem Risiko in der Offensive und dann Reuer mit der Hereingabe. Präzise auf Ola Kamara und dann tatsächlich noch das 1-1. Der Norweger, ebenfalls nicht in der Startformation, sticht dann als Joker, hat es auch nicht allzu schwer. Die Grödiger Defensive da zu nachlässig. Und so kann Kamara den Ball im Tor unterbringen. So kommt's, dass beide Trainer bei ihrem Bundesliga-Debüt anschreiben. Grödig nahe dran an der Sensation. Unterm Strich geht das unentschieden, aber wohl in Ordnung.